Herzlich willkommen zu ein Let's Play Projekt. Wir werden uns ein eigenes Bergbauunternehmen aufbauen. Ich habe ja schon mal vor einigen Monaten das Spiel schon mal ein bisschen gezeigt. Aber da war die Performance noch nicht so gut gewesen. Da war das Spiel noch relativ frisch auf den Markt gekommen. Es ist noch in Early auf Steam. Und deswegen habe ich das Projekt dann doch erstmal wieder auf Eis gelegt. Jetzt, wie man hier sieht, haben wir die Version 0.21 und so weiter. Und ich habe es mal getestet. Die Ruckler haben es auf jeden Fall geschafft rauszunehmen. Gut, das seht ihr jetzt hier oben nicht, aber die haben auch die FPS, haben sie runtergedreht. Die waren ja vorher auf 60 festgeangert gewesen. Das heißt, man konnte die nicht verändern. Jetzt kann man es verändern. Ich habe sie jetzt auf 30. Schon gesagt, ihr seht es halt nicht. Hier oben steht es aber bei mir. Und es läuft auch soweit eigentlich schon relativ flüssig. Also ist auf jeden Fall besser geworden, muss man sagen. Es hat sich da schon was bewegt an der Performance. Aber man muss trotzdem immer noch sagen, es ist wirklich ein absoluter CPU-Fresser. Also der lutscht an der CPU hier rum ohne Ende. Ich hoffe, dass sie da noch weiter dran arbeiten. An der Performance, dass die noch nicht zu sehr CPU-lastig ist. Ich habe aber gedacht, ich habe jetzt schon jetzt doch langsam mal Lust, mal da was aufzubauen. Ich habe das Setting auf Medium erstmal eingestellt. Es macht nicht so großen Unterschied, welche Einstellung man hier macht. Habe ich zumindest so festgestellt. Nur wirklich minimal. Aber ich habe es jetzt trotzdem mal auf Medium eingestellt. Und ja. Wir werden auf jeden Fall hier komplett vom Neuen beginnen. Ich zeige es auch nochmal. Company. So heißt Company Luxus Mining Group. Level 1 sind wir, also noch beim Anfang. Und man kann auch seine eigene, sein eigenes Picture oder vielmehr gesagt sein eigenes Logo reinmachen. Werde ich wahrscheinlich die nächste Zeit auch mal machen. Ich muss mal schauen. Ich muss sagen, mir gefällt das hier eigentlich schon ziemlich gut. Aber mal schauen. Und wir fangen einfach mal an. Wir werden das Ganze auf Hardcore spielen, Hardcore-Mode. Das heißt, wir fangen mit einem Startkapital von 100.000 an. Dann halt ja das Höchste, was halt geht, ne, ist ja Hard-Mode. Und es gibt halt auch eine neue Karte, die vorher noch nicht da war. Das ist die hier. Und genau da werden wir jetzt mal anfangen. Gehen wir mal rein. Warte mal. Ach stimmt, ja. Was gebe ich da nochmal ein? Ja, lass ich mal so. Weiß schon, was ich da mache. Okay. Dann fangen wir mal an. Wie schon gesagt, es frisst immer noch sehr an der CPU. Und mein PC ist ja auch nicht mehr der jüngste. Den habe ich ja schon seit 12 Jahren und nicht wirklich großartig mehr aufgerüstet seitdem her.
Außer die Grafikkarte, aber selbst die ist auch nicht mehr die allerbeste. Und ja, ist halt schon auch schon ein alter CPU, den ich habe. Gut, das ist auf jeden Fall die Karte. Was auf jeden Fall auch unbedingt machen müssten, wäre, eine Sekunde, ich muss mal hier das auf 1 einstellen. Nachts, lass mal auch mal. Na, nachts kann ruhig ein bisschen schneller laufen. Machen wir 20% nachts. So. Was wir auf jeden Fall auch noch mal ändern müssten, wäre das Geflackere. Der Grafik hier, der Schatten. Von den Bäumen sind das wahrscheinlich der Schatten, so wie das aussieht. Und es flackert. Ich weiß nicht, dass es an meinem PC liegen könnte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es aber auch schon bei anderen Leuten schon gesehen, die mit Sicherheit einen weit besseren PC haben, als wie ich habe. Also daher, das Geflackere geht schon ein bisschen auf die Nerven, muss man sagen. Etwas. Aber gut, werden sowieso bald hier keine Bäume mehr haben, davon abgesehen. Dann haben wir das Problem eh nicht mehr. Auf jeden Fall ist das hier die Mine. Wie man es schon sieht, es ist hier so ein bisschen schon angefangen worden. Vor den Vorgänger, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Schon ein paar Vorbereitungen gewissermaßen. Wie können es jetzt ausbauen? Das Ganze. Hier gibt es auch sehr gute Ressourcen. Direkt. Hier vorne gibt es Questhäuser, nennt man die hier anscheinend. Wir haben einmal eine Bank. Man kann zu der Bank direkt reingehen. Nee, warte mal. Hier. Kann direkt hier reingehen, über P. Oder man kann auch hier reingehen. Man sieht natürlich nichts, weil ich die Kamera zu weit weg habe. Das ist ein bisschen komisch gemacht. Oder kann man überhaupt hier hingehen? Ja, doch, kann man auch. Oder man geht hier rein und klickt hier auf den Tisch wahrscheinlich. Hier drauf und dann kann man einen Kredit nehmen zum Beispiel. Oder hier haben wir schon eine Tankstelle. Oder ja, doch, ich sag mal dazu mal eine Tankstelle. Weil wir müssen das ja nicht befüllen. Das ist immer voll. Da können wir unsere Fahrzeuge auftanken. Das heißt, man spart schon da ein bisschen Geld, weil man das selbst nicht kaufen muss. Dann haben wir noch einen Store. Den kann man auch hier benutzen natürlich. So, hier benutzen. Oder man geht halt einfach wie immer halt auf P. Und da kann man auch alles benutzen. Wie schon gesagt, wir haben 100.000. Das heißt, wir können am Anfang noch gar nichts kaufen. Den ersten, den wir später kaufen werden, wäre dann der hier. Der kostet aber 460.000. Und wir haben nur 100.000. Und mit den anderen Geräten genau das gleiche auch. Alter, es ist alles noch zu teuer für uns. Und auch dazu kommen noch, wir sind auch nur Level 1. Genau. Das heißt also, wir werden uns jetzt mal hocharbeiten. Ich sehe gerade, ich müsste noch mal den Sound einstellen. Master. Mal ein bisschen lauter. Was jetzt gespeichert? Ja. So. Genau, als erstes werden wir erstmal Holz farmen. Ganz viel Holz. Ich werde mal mit der Kamera wieder rausgehen. Das ist ein bisschen lahm, muss ich sagen. Könnte man ein bisschen empfindlicher machen. Bis man rausgescrollt hat oder reingescrollt hat, dauert ein bisschen. Aber naja, es sind noch so kleinen Kram, den man noch verbessern müsste in dem Spiel. Aber ansonsten, ich muss sagen, die Ruckler
habe ich bei meinem Teststream oder Teststream, sage ich schon, bei meinen Testaufnahmen habe ich keine Hänger mehr gefunden oder bemerkt. Irgendwelche Ruckler oder so. Also die haben auf jeden Fall schon ganz gut dran gearbeitet, muss man sagen. Es sind auch neue Gegenstände dazugekommen. Einige, die das Spiel nochmal wesentlich realistischer machen, finde ich. Und gerade wenn man auf Hardcore-Modus spielt, ist das nochmal wesentlich motivierender. Und ja, wie schon gesagt, halt nochmal ein bisschen realistischer irgendwie halt. Aber das werde ich jetzt gleich mal zeigen. Aber dafür brauchen wir erstmal Holz. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund, warum wir Holz brauchen. Holz bekommen wir hier überall, kostenlos. Dafür müssen wir nichts zahlen. Wie man auch schon sieht, unsere Tasche da unten haben wir schon 43 Holz. Oder wie man gesagt, 43 Baumstämme. Und diese Baumstämme können wir jetzt halt auch bearbeiten. Das konnte man vorher noch nicht. Vorher konnte man immer nur die Sachen so einfach kaufen und fertig. Aber jetzt kann man sie auch bearbeiten. Weil jetzt gibt es eine richtige Produktionsstätte, kann man aufbauen. Das Ganze weiter verarbeiten. Natürlich fehlen wahrscheinlich noch so das eine oder andere. Aber das wird mit Sicherheit auch in den nächsten Monaten mit Sicherheit auch noch kommen. Also die Entwicklung ist ja noch mittendrin und es kommen immer wieder Patch raus, mal kleine, mal größere. Und das Schöne ist auch, es soll einen Koop-Modus geben oder vielmehr gesagt Multiplayer. Genau, Multiplayer ist ein Level 2, sehr schön. Es soll ein Multiplayer rauskommen, stand da. Und kein Koop. Also Multiplayer. Das Gute ist ja, wenn es das so sein sollte, wie es da steht mit dem Multiplayer, heißt das auch, man kann einen eigenen Server aufmachen. Und mit mehreren Leuten. Wie viele weiß ich noch nicht. Da stand da noch nichts, glaube ich, davon da. Ich habe zumindest nichts davon gelesen, wie viele. Aber ich kann schon mir vorstellen, so 4 bis 6, 7, 8, 9 Leute kann ich mir schon vorstellen. Also mindestens 4 Leute kann ich mir schon gut vorstellen. Aber es können auch mehr sein. Mal schauen. Wie schon gesagt, das heißt ja dann, dass wir dann halt, oder dass ich dann halt einen Server aufmachen kann. Dass wir zusammen halt ja, einen Bergbaubetrieb aufbauen. Also wer da Lust hat, würde mich auf jeden Fall freuen. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet, wenn dann der Multiplayer rauskommt. Das sollte nicht mehr so lang dauern. Weil die haben das schon vor einigen Monaten angekündigt. Jetzt erst vor wenigen Tagen. Oder vor wenigen Wochen kam jetzt nochmal bei Steam eine Meldung, dass es jetzt doch jetzt bald kommen soll. Es gibt noch keinen festen Termin, haben sie noch nichts gesagt, wenn sie überhaupt einen Termin sagen werden. Vielleicht kommt es dann auch mit einem großen Patch raus, ne, als Überraschung hier. Zack, wir haben den Multiplayer fertig, ihr könnt loslegen. Keine Ahnung, wie die das machen. Auf jeden Fall wird es kommen. Und ich werde halt den Server auch betreiben und auch das Ganze auch finanzieren. Auch wenn ich gerade im Moment nicht wirklich finanziell nicht gut stehe, aber ich mache es trotzdem gerne. Und ja, also wie schon gesagt, wenn ihr da auf sowas Lust habt, auf so ein Projekt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Das Ganze wird natürlich auch als Livestream und als Let's Play Projekt kommen.
Dann. Aber ich werde es halt so machen, dass man die Leute, die mit mir spielen auf den Server, dass man die Leute nicht hören tut. Ich denke mal, das macht nochmal für die Leute, die das Let's Play angucken, denke ich mal, etwas angenehmer, wenn da nur einer redet, also sprich ich. Und nicht irgendwie kann auch noch drei oder vier Leute da noch irgendwie da rumquatschen. Ich glaube, das wäre bei einem Let's Play, glaube ich, nicht so angenehm, wenn zu viele Leute reden. Aber natürlich halt werde ich dann natürlich schon ein Auge drauf nehmen oder ein Auge drauf haben, was für Leute ich dann nehmen werde. Es wäre schon nicht schlecht, wenn man da, wenn die Leute halt schon ein bisschen reifer sind. Also 18, über 18 sollen sie definitiv sein. Das ist auf jeden Fall eine Voraussetzung. Aber ich will da jetzt nicht irgendwie sagen, keine Ahnung, ab plus 30 oder so. Weil es gibt auch Leute, die sind vielleicht 20 oder 25 und benehmen sich trotzdem gut halt, sage ich jetzt mal, ne? Sie müssen halt schon irgendwo auch zu mir passen, sage ich mal, als Mensch halt, ne? Also sprich schon ein bisschen ruhiger und entspannter sollten die Leute schon sein, die mitmachen. Und nicht so irgendwie voll aufgedreht oder so. Und auch nicht ständig irgendwie, Digga, Alter, Digga, ey, was geht, Digga? Na, versteht er, wie ich das meine? ja, ein gewisses Benehmen halt, ne, auch. Einfach. Und halt, ja, wie schon gesagt, halt, wenn ihr da Lust habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Und dann werde ich da weitere Sachen, wenn da genug Leute daran Interesse haben, werde ich da auf jeden Fall was planen. Und dann werde ich da nochmal das Ganze ankündigen mit einem extra Video. Nicht schlecht wäre, wenn ihr auch bei mir in Discord euch schon mal anmeldet. Also schon mal reingeht in Discord von mir. Und weil da werde ich auch dann so einige Sachen nochmal reinschreiben. Und über Discord werden wir uns natürlich auch unterhalten. Weil ich muss natürlich erstmal wissen, überhaupt wer mit mir spielen tut, wie die Leute heißen, wie es sich überhaupt von der Stimme her sich anhören. Und ja. So. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier mal noch ein bisschen Holz, sagen wir noch bis 300. Wir müssen sowieso hier später eh alles wegreißen. Daher schadet das gerade nicht, dass wir da schon mal einige Bäume abholzen. Und wir sind auch Level 3. Sehr schön. Mal schauen, was die noch alles so geplant haben. Aber so richtiges Bergbauspiel gibt es ja so nicht mehr. Na, Rush oder was damals Rush hieß, heißt ja heute irgendwas mit Mining, ne? Mining Simulator oder sowas heißt das, glaube ich, heute. Die haben ja die Namen geändert, wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen oder so. Wer weiß, vielleicht gab es auch wie Lizenzprobleme oder so. Keine Ahnung, ich weiß auf jeden Fall, dass D-Max damit was zu tun hatte. Also die waren irgendwie auch mit in den Verträgen mit drin gewesen damals. Mit der Show halt, ne? Mit der Reality-Show, Gold Rush oder so. Und ja,
Keine Ahnung, die haben auf jeden Fall die Namen ja geändert. Hat mich auch ein bisschen gewundert. Aber naja. Das Spiel ist ja trotzdem das gleiche geblieben. Da hat sich ja nichts geändert. Vielleicht sind auch irgendwelche Verträge ausgelaufen. Ich weiß nicht genau. Das kann auch sein. Auf jeden Fall, das Spiel ist halt auch schon ziemlich alt, muss man sagen. Und ist nicht mehr das Allerschönste und nicht mehr so cool irgendwie halt, ne? Von der ganzen Technik her ist ein bisschen alles altbacken halt, ne? Muss man einfach sagen. Und hat bis heute immer noch irgendwie Bugs, keine Ahnung. Also irgendwie schaffen sie es einfach bis heute nicht, die ganzen Bugs und Fehler zu beheben. Auch wenn es, ich muss sagen, es geht eigentlich, aber wenn man so, ja, die Kommentare oder die Bewertung anguckt und auch die Diskussion in den Steam-Forum, gibt es da schon einiges an Leuten, die da sich beschweren. Genau, das hier gibt es jetzt halt auch, Quests. Einige verschiedene. Da kommen wir aber später nochmal drauf zu. Die sind wahrscheinlich auch erst sehr, sehr neu dazugekommen. Weil die habe ich bisher noch gar nicht gesehen irgendwo. So, auf jeden Fall haben wir jetzt Holz. Und dieses Holz müssen wir jetzt weiter verarbeiten. Wir wollen das hier zum Beispiel haben. Hier wird es, ein einziger würde hier 1600 Dollar kosten. Das ist viel Geld. Aber jetzt kann man das einfach ganz leicht umgehen. In gewissermaßen umgehen. Man kann, jetzt muss ich mal gucken, hier. Wir können uns so eine Werkbank uns holen. 1200. Die holen wir uns. Und hier gibt es auch noch ganz viele andere schöne Sachen. Was richtig cool ist. Das werden wir uns auch noch holen. Oder können wir eigentlich jetzt auch schon machen. Später werden wir uns dann das hier noch holen. So 1000, 8000, wie viel waren es? 8000 irgendwas. Habe ich gerade ausgegeben. Das ist auch erstmal okay. So, dann werden wir jetzt die Werkbank mal aufstellen. Ist nur die Frage, wo machen wir das Ganze? Ohne dass es irgendwie im Weg steht. Würde jetzt erstmal sagen, wir machen es. Wo machen wir das hin am besten? Was jetzt auch nicht unbedingt im Weg steht, ne? Wo baue ich denn erstmal die nächste Zeit erstmal nicht groß? Ist die Frage. Wir stellen es erstmal hier hin. Nicht zu weit weg, aber und jetzt nicht irgendwie Kilometer. Dass ich nicht hier irgendwie so weit rumrennen muss. So, dann bauen wir noch das hier hin. Das können wir mal einfach mal hier hinstellen. Zack. Das brauchen wir erstmal nicht, die Waschbank da. Aber das hier. Wir machen das ganze Holz hier rein. Nee, Quatsch. Hier rein? Nee, das ist mein Inventar. Muss ich mal kurz gucken. Hier. Hier rein. So, und da produzieren wir jetzt erstmal, wir wollen das hier haben. Das wollen wir haben. Das heißt, er braucht ein so ein Balken und zwei Bretter. Und um das herzustellen zu können. Und genau das werden wir jetzt mal machen. Wir werden uns mal von denen hier Balken brauchen wir ja. Eins davon und davon, ja, genau. Machen wir mal so 100, ja, warte mal. Ja, 99 ist eh das Höchste. Machen wir 99 Stück. So, das läuft jetzt erstmal im Hintergrund. Es geht aber relativ zügig, muss man sagen. Ja, es geht relativ schnell. Genau. Das lassen wir erstmal laufen.
Wir nehmen unsere Spitzhacke und werden uns hier, wie man hier sieht, hier ist eine schöne Ader. Die guckt hier raus. Hier ist auch eine schöne Ader. Auf der Seite gab es auch, glaube ich, hier etwas. Ne? Ich glaube, hier gab es noch was. Bin mir aber nicht sicher. Hier gibt es wahrscheinlich auch irgendwas, oder? Ja, gut, das ist Dreck. Ah, da könnte vielleicht auch nichts sein, keine Ahnung. Hier ist halt etwas, eine kleine Ader, sieht man schon ein bisschen raus. Da hinten halt, na, ich glaube, das ist aber nur Gestein. Und so, aber hier oben gab es auch noch eine dicke, fette Ader, die hier wirklich förmlich rausquellt. Wenn man so schaut, die ist hier oben. Seht ihr das Dunkle? Das geht hier hoch und halt noch ein Stück hier hoch entlang. Ich glaube, hier drunter ist eine Ader. Bin mir aber nicht sicher. Und es sieht ja schon sehr danach aus. Hier genauso. Geht auch hier hoch. Und drunter guckt schon irgendwie da was raus. Aber das wäre was für später vielleicht, wenn wir das dann später das Ganze abbauen. Später wird das hier sowieso ein großes, tiefes Tal werden, irgendwann mal. Aber das ist erstmal eine Zukunftssache. Wir müssen erstmal mit der Spitzhacke erstmal anfangen, weil, wie schon gesagt, wir haben jetzt 91.600 und damit können wir eigentlich nichts kaufen. Wie schon gesagt, hier ist eine schöne Ader. Ich zeig's euch mal. Hey, Dirty. Ja, das mal kurz zu zeigen, was das überhaupt ist, was wir da rausbekommen. Dafür haben wir das Ding hier. Die Waschanlage, die kleine. Da gehen wir hier rein, da das gleiche hier rein. Und dann drückt man hier drauf, aber anscheinend geht das gerade nicht, weil das wahrscheinlich gerade noch zu wenig ist, ne? Weil ich gerade aufgesammelt habe. Okay, ich muss doch ein bisschen mehr abbauen. Dann machen wir mal. Auf jeden Fall, so beginnt erstmal das Ganze. Relativ sehr lahm. Aber wie schon gesagt, wir spielen ja auf Hardcore. Und deswegen müssen wir halt, fangen wir halt klein an. Das wird jetzt auf jeden Fall eine ganze Weile dauern. Und deswegen werde ich dieses Video jetzt auch nicht hier irgendwie in die Länge ziehen. Ich werde halt alle paar Tage mal ein Update raushauen, was so vielleicht eine halbe Stunde, Stunde vielleicht geht, Pi mal Daumen. Kommt drauf an, was ich gerade zeigen will. Und ich werde auf jeden Fall die nächsten Tagen mal einen Test-Livestreamer machen, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert, also wie gut das jetzt funktioniert. Weil vor ein paar Monaten habe ich ja auch einen Livestream oder wollte ich einen Livestream machen, hat aber nicht so gut funktioniert, weil, wie schon gesagt, es lutscht halt so sehr an der CPU herum, dass mit dem Livestream bei mir gar nicht funktioniert hat. Also da hat das Spiel geruckelt ohne Ende. Ein Livestream. Bei mir ist alles flüssig gewesen, außer mit den immer paar Ruckler halt, ne? Aber ansonsten war es halt schon flüssig gewesen. Also es lief halt, ne? Nur halt in Livestream hat es halt nicht funktioniert. Deswegen muss ich das mal testen. Neuer PC schon geplant. Aber das braucht auch alles seine Zeit noch. Ich habe halt noch eine fette Rechnung noch zu zahlen, die mir noch sehr
am Nacken hängt. Das wird noch ein bisschen dauern, bis ich die abgezahlt habe. Aber sobald wie ich die dann halt auch abgezahlt habe, werde ich dann halt noch mal einiges an Geld sparen. Ich spare jetzt schon an allen Ecken, wo es geht halt, ne? Aber es ist halt im Moment auch ein bisschen schwierig alles. Kosten fressen halt einen förmlich auf. So. Ein bisschen Dreck haben wir halt auch mal dazwischen ab und zu mal. Das ist halt nichts wert. Aber hier haben wir auf jeden Fall, wie man sieht, eine schöne, dicke, fette Goldader. Und diese Goldader ist genau einfach perfekt, muss man sagen. Weil die bringt richtig viel Cash rein. Na, hier der Huppel mal weg. So, auch noch mal ein bisschen. Muss das auf jeden Fall mal ein bisschen breiter bauen hier. Ich glaube, hier ist ein bisschen mehr Dreck, ne, oder? Ne, hier ist auch noch. Wir wollen natürlich schön alles mitnehmen. Wir wollen ja keinen Rest Gold hier liegen lassen. Also diese Ader, ne, guckt ja schon halt ziemlich gut raus. Deswegen lohnt sich das jetzt erstmal hier anzufangen. Aber später, wenn irgendwann mal die Ader nicht mehr da ist, das kann auch passieren, dass sie irgendwann mal leer ist, nichts mehr da ist oder so. Es kann aber auch manchmal möglich sein. Da gibt es halt ein gutes Video von jemandem. Ich glaube, das ist vor 9 Monaten oder so, hat er das aufgenommen. Aber ja, wie schon gesagt, das ist halt schon ein bisschen eine ältere Version. Aber das sollte eigentlich immer noch so weit gelten. Da hat er einiges wirklich, ich weiß nicht, wie der das Video gemacht hat, aber der hat das wirklich grafisch unglaublich gut gezeigt, wie das halt mit den Adern Verläufen aussieht und so, wie man das vielleicht erkennen kann, wo eine gute Ader sein kann, wie tief die ist und so. Und da gibt es halt wirklich Adern, die sind halt so extrem tief unter der Erde. Da gucken nur vielleicht oben halt, ich meine oben, von einer Tiefe von ungefähr circa 32 Meter Tiefe. Also 32 Meter Tiefe ist schon extrem tief. Da muss man schon ziemlich weit runtergraben. Dafür brauchst du natürlich auch die richtigen Fahrzeuge, um überhaupt das machen zu können halt, ne? Am Anfang können wir das jetzt noch nicht machen. Wir werden halt erstmal eine lange Zeit lang erstmal an der Oberfläche herumkratzen und uns dann so nah und nah uns runterarbeiten. Und so welche Hügel wie hier, wie man hier zum Beispiel sieht, den Hügel. Da wird wahrscheinlich die Ader ungefähr irgendwo lang gehen. Da bauen wir halt so einen Hügel natürlich irgendwann mal komplett ab. Der wird dann irgendwann auch gar nicht mehr existieren. Halt, ne? Und genauso wie der Berg. Hier werden wir auch einen großen Teil des Berges auch, zumindest einen Teil davon, abbauen. Dann hast du hier in so einem Krater drin. Halt, ne? Aber das kannst du natürlich nur schaffen mit Maschinen halt, ne? Mit der Spitzhacke kannst du es auch schaffen. Aber ich, ja, es wird halt, ja, mehrere Jahre dauern. Real life mehrere Jahre. Da muss man wirklich Langeweile haben. So, ich werde auf jeden Fall, ach stimmt, das wollte ich noch zeigen, bevor ich die Folge beende. So, wir gehen jetzt mal hier rein, legen das da rein.
Nehmen das. Ah, jetzt zeigt das auch an. 5 Stück braucht man insgesamt, um ein Gold rauszuholen. Okay. Machen wir mal 99. 99, so. Und sagen Anfang. Das braucht jetzt schon wesentlich länger, das Ganze. Das ist noch nicht mal 4. 29 Gold. Und das ist jetzt nur Gold. Gold. Erz. Halt, ne, was gereinigt worden ist. Also jetzt, wir tun halt die Erde, die da dran ist an dem Gold, tun wir jetzt wegwaschen. Und da kommt jetzt halt das Golderz heraus. Und mit diesem Golderz werden wir dann später wiederum hier. Nee. Da werden wir später das hier kaufen für 15.700 und werden das Gold in Goldbarren einschmelzen. Oder ist das Goldbarren? Ich glaube, müsste so Goldbarren sein. Glaube ich. Ja, doch, ich glaube schon. Und dann ist es natürlich halt mehr wert. Das heißt, wir machen erstmal halt, verarbeiten das Ganze bis zum Goldbarren und dann verkaufen wir es. Und dadurch, dass wir halt so viel schon gemacht haben, also bis zum Goldbarren bearbeitet haben, kriegen wir halt viel, viel mehr Geld daraus. Wie viel genau, weiß ich noch nicht. Ich spiele zum ersten Mal Hardcore-Modus. Das ganze Projekt wird auch ein Langzeitprojekt werden. Oder zumindest eine Saison. Also man muss sagen, man tut diesen Spielstand spielen, was man gerade aktuell hat. Aber die Firma, die man hat, ich habe es ja schon vorhin gezeigt am Anfang, man hat eine eigene Firma in dem Spiel. Und die bleibt aber immer diese Firma. Das heißt, selbst wenn ihr einen neuen Spielstand anfängt, könnt ihr eure Firma, die ihr da habt, benutzt ihr trotzdem. Das heißt, ihr bleibt immer dieses gleiche Level. Nur was halt anders ist, ist halt, dass ihr halt bei 0 anfängt oder bei, vielmehr gesagt, jetzt bei Hardcore-Modus bei 100.000 fangt ihr an. Aber das Level wäre dann das, wo ihr dann zuletzt aufgehört habt, bei eurem letzten Spielstand, sage ich jetzt mal, oder bei letzten Spiel, was ihr gespielt habt. Ich hoffe, ich habe es irgendwie richtig gesagt. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wir produzieren hier das Gold, da ist auch schon etwas Golderz. Ich weiß gerade nicht, wie viel es wert hat. Ich kann ja mal nachgucken, wie viel das Ganze wert hätte. 1,32 Dollar. Ein Golderz ist 32 Dollar wert. Wenn wir es dann nochmal weiter verarbeiten, weiß ich nicht, könnte es vielleicht sogar weit mehr sein. Keine Ahnung. Aber wir wollen es natürlich nicht verkaufen, ist ja klar. Wir behalten das natürlich schön für uns, dass wir es dann später weiter verarbeiten können. Genau. Und ich werde jetzt hier mal schön weitergraben an der Ader. Mal schauen, wie tief die ist und wo sie lang geht. Und ich werde auf jeden Fall in den nächsten Tagen nochmal ein Video machen, wie weit ich dann bin. Und ich werde auch nochmal, wie schon gesagt, halt nochmal einen Livestream mal testen, dass es funktioniert. Wenn es funktionieren sollte mit dem Livestream, dann kann es auch möglich sein, dass ich in den nächsten wenigen Tagen, oder wenn sogar vielleicht das Video schon längst draußen ist, vielleicht habe ich da schon längst einen Livestream gemacht, mehrere. Mal schauen. Weil ich wollte schon gerne das Projekt eigentlich mehr Richtung Livestream-Projekt machen. Aber das, wie schon gesagt, es hängt halt davon ab,
Das geht oder nicht halt, ne? Wie schon gesagt, die haben auf jeden Fall das Spiel verbessert von der Performance her, das definitiv. Aber es frisst immer noch sehr viel Performance. Und wenn ich halt Livestream mache, na, frisst halt auch sehr viel. Deswegen muss ich mal schauen, wie darauf mein CPU darauf reagiert, wenn das Spiel läuft und OBS läuft und alles und mehrere Programme sind offen, dass dann immer noch so gut läuft oder dass er sagt, nee, das ist mir zu viel, hab keinen Bock mehr. Gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wie schon gesagt, mit dem Multiplayer, wenn ihr Bock habt, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Und für die neuen Leute, die meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert haben, würde mich freuen, wenn ihr das Ganze verfolgen tut. Wenn ihr Lust habt, natürlich nur. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.